willkommen zu einem neuen Video und zwar zu meinem neuen DIY-Projekt, wie ihr im Hintergrund schon erkennen könnt. Ich zeige euch heute, was ich in Noahs Kinderzimmer neu gemacht habe und umgestaltet habe, nämlich wieder ein IKEA-Hack. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid und mich noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das schnellstmöglich tun. Ich mache ganz viel DIYs und zeige euch ganz viel aus meinem Mama-Leben, Mama-Alltag. Und vergesst nicht, die Abo-Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nämlich wirklich kein einziges Video mehr. Aber jetzt lasst uns direkt mal anfangen mit dem DIY. Es kommt jetzt ein Vorher-Nachher-Bild und ich erkläre euch, was ich genau gemacht habe. In meinem ersten IKEA Iva Hack habe ich euch ja gezeigt, dass ich den Schrank ein wenig weiß angemalt habe und Beine rangemacht habe. Das hat sich als nicht so praktisch herausgestellt, deswegen habe ich mir eine neue Variante überlegt. Ich dachte mir, dieses Mal Häuser würden ganz gut aussehen, deswegen habe ich einfach ganz normales Tape genommen. Ihr könnt auch Frog Tape nehmen oder ein Krepppapier aus dem Malerbedarf, sodass ihr eure Ausmalfläche habt. Noah hat mir auch gut geholfen, wie ihr seht, und war fleißig dabei, die Farbe anzumalen. Also ich habe ein Alt-Rosé genutzt, um einfach die Farben ein bisschen breiter aufzumischen bei mir im Zimmer. Nicht alles blau, grau, weiß. Oh! Nur hier unter dem Strich, unter dem schwarzen Strich. Nicht darüber. Ja, mit einer kleinen Anleitung hat es dann doch geklappt. Ihr seht auch hier, die Löcher habe ich mit Silikon befüllt, um einfach Farbe nochmal drüber zu geben. Bitte verwendet Buntlack für euren Schrank und keine Wandfarbe. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich hier auch Wandfarbe benutzt habe, aber dazu kommen wir gleich. Wenn ihr keine Lust auf diese Löcher habt, wie gesagt, dann benutzt einfach Silikon. Man sieht die Löcher dann fast nicht mehr. Also ich sag mal so, man sieht sie noch ein bisschen, aber nicht mehr so penetrant. Das Haus an der Seite wird dann grau bemalt und hier hatte ich ein paar Probleme, das Kreppband hier schön ranzumachen, damit die Hausspitze gut aussieht. Aber es hat dann doch geklappt. Ich habe das gleiche Grau genutzt wie auf der Wand, also Wandfarbe dieses Mal, weil es an der Seite ist und nicht so schnell beschädigt wird. An der Front ist natürlich Buntlack da, weil es strapazierfähiger ist. Und ihr seht auch, das Ergebnis hat wunderbar geklappt mit meinem provisorischen Tape. Ich habe keine Malerkanten und es ist alles super schön geworden. Auch das Buntlack habe ich zweimal aufgetragen, damit es eine etwas dichtere Farbe bekommt. Noch ein Fenster zum Haus. Hier habe ich wieder mit dem Tape was abgeklebt, damit es schön und gerade bleibt und sogar auch abgemessen, damit ich die Symmetrie beibehalte. Ihr seht, ich habe jetzt die Wandfarbe genutzt, um über das Buntlack zu malen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle auf jeden Fall Buntlack. Sonst sieht das ein bisschen dick aufgetragen aus. Ihr seht das gleich am Ende. Aber für meine Verhältnisse war das völlig okay. Also das hat mir gereicht. Darüber kommt noch ein Klarlack, damit die Farbe hält. Ja, der Grund, warum ich mir diese Variante für den IKEA Iva-Schrank ausgesucht habe, ist, weil ich einfach mehr Verstauraum brauche. Und in dem Fall habe ich das mittelhohe Regal bei IKEA geholt und drei Regalböden dazu geholt. Ihr seht auch gleich, wie ich das angeordnet habe. Und auch an den Seiten habe ich Silikon gegeben und die Farbe drüber gegeben. Also ihr könnt es gleich sehen. Hier habe ich einfach nur ein ganz normales Klarlack benutzt und drüber gepinselt. Eine Schicht hat da völlig gereicht. Und das habe ich dann auch noch wiederholt an der Seite vom anderen Häuschen. Ich finde das Ergebnis super schön geworden und bin total happy darüber. Ich habe diese Variante ausgesucht, um halt mehr Stauraum zu bekommen und das ist mir auch am Ende gelungen, wie ich finde. Wisst ihr, wir haben ein riesengroßes Kinderzimmer mit so vielen Sachen, von denen sich Noah nicht trennen kann. Deswegen brauche ich auf jeden Fall viel mehr Verstauraum. Und ich finde, dieser Schrank bietet eine tolle Möglichkeit, die Spielsachen aufzustellen, aber auch
gut und praktisch zu verstauen. Ja, also wenn wir den Schrank jetzt mal aufmachen, dann sehen wir hier ein wenig Chaos, was aber nicht ganz stimmt, weil Noah hat die Figürchen so angeordnet und ich fand das so süß, ich konnte es dann doch nicht wegräumen. Deswegen lasse ich sie jetzt einfach so und zeige euch, was ich hier reingeordnet habe. Unsere Bücher sind von den Holzkisten in den Schrank gewandert und ihr seht, es passen wirklich alle Bücher rein und falls wir noch mehr Zuwachs bekommen sollten, dann wird auch die obere Schublade noch voller werden. Momentan haben wir dort ganz viele Malbücher oder Lernbücher, sag ich jetzt mal, sortiert. Sowas wie Zahlen und erste Zahlen und ein Reisestickerbuch und ein KU-ABC-Buch und darunter noch ein Spiel. Und dann ganz viel Bastelzeugs, also sowas wie Fingerfarben. In dieser Kiste habe ich seine Knete aufbewahrt, die er ja auch zum Teil schon zusammengemischt hat. Das ist jetzt einfach nur eine graue Masse. Und ihr kennt es sicherlich, oder? Ja, und in dem kleinen Kasten nebenan sind einfach nur so Kleinteile, Tapes und so, so Straßentapes. Auf der Schrank seht ihr schon Noahs Pixie-Büchersammlung. Die bewahrt er immer noch in dem Kasten oder dem Koffer auf. Daneben die Tony-Box, die hat er jetzt einfach mal dahingestellt, weil ich ihn gefragt habe, wo er sie hinstellen möchte und er hat sie einfach dahingestellt. Die wird wahrscheinlich noch einen anderen Platz finden. Daneben eine gelbe Box mit Kleinteilen. Auch wenn Nyla anfängt, sich fortzubewegen, wird diese Box natürlich nach oben wandern, damit sie nichts verschluckt. Und da kommen wir auch schon zum Inhalt nach oben. Auch ganz viel Bastelzeugs findet man in den Kisten, die sonst hier nur so rumfliegen würden. Malsets und ja, so Krimskrams halt. Holzbogen, Spiele Holzbogen von Grimms. Daneben ein Bastelflugzeug aus Mexiko haben wir hier einen Traumfänger, für den ich eigentlich noch nie richtig einen Platz gefunden habe. Und jetzt endlich, ich bin total happy, wie der Schrank am Ende aussieht. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren sagen, wie ihr den Schrank findet und was ihr an eurem IKEA EVA-Schrank gemacht habt, wenn ihr einen habt. Und vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, das Video hat euch eine kleine Inspiration gegeben. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss!